Servus Leute, Max ist wieder am Start und ich melde mich seit einer sehr langen Zeit mal wieder mit einem neuen Let's Play namens Skyrim. Ich wollte ein paar Kurzanmerkungen machen. Die erste ist, dass ich das blind spiele und deswegen gar keine Ahnung von diesem Game habe. Und zweitens, wenn ihr irgendwie die Audio von mir oder so schlecht findet oder irgendwas daran bemängeln könntet, könnt ihr mir mal Bescheid sagen. Ich werde dann mal gucken, ob ich das irgendwie fixen kann. Also, dann legen wir mal los, ne? Let's go. Sehr gut gelaunt aus. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Ja, genau. Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Oh, doch. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schor, Mara, Bibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Oh Verdammte nein. Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Oh Mann, ich habe ey. Mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbärenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Ja, jetzt scheint nicht mehr, ne? Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Endstation. Was schön mit euch, Jungs. Was auch immer passieren wird. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric.
Herr von Flusswald. Harloff. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Oh mein Gott. Leute, ihr da, tretet vor. Muss ich? Wer seid ihr? Na gut. Hier also Charakterstellung. Agonier. Und weil ich keine Ahnung habe, würde ich gerne mein Khajiit spielen. Weil der einfach sehr interessant aussieht. Nein, keine Frau. Vorgaben. Es gibt nicht so schönes. Das ist schon sehr krass, wie es aussieht hier. Cool gemacht, kann man nicht sagen. Ich gönne mir den. Man kann man irgendwie die Hautfarbe. Ist das eine Hautfarbe? Ah ja, hier. Kann man irgendwie drehen? Bisschen. Ich mache das so irgendwie mehr. Hiermit würde ich gerne mal die Kriegsmalung wegmachen, glaube ich. Ja, so mag ich es mehr. Das kann alles so bleiben. Jo. Miese. Und es geht, Jungs. Gehört ihr zu einer der Karawanen, Khajiit? Nein. Euresgleichen scheint den Ärger ja förmlich zu suchen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Elsweyr zurückgebracht werden. Dafür werdet ihr büßen. Gefangener. Dafür werdet ihr büßen. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Das war nichts. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Acht Göttliche. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Oh nein. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Katze, ihr seid dran. Ich bin eine Wildkatze, Mann. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Oh, Mann, ey. Bitte nicht. Was beim Reich des Vergessens ist das? Drache. Drache, hilf mir! Was habt ihr gesehen? Ein Drache. Dream Team. Wie ist das möglich? Wer bin ich? Nice.
davonlaufen. Wir müssen nur ein. What the fuck? Was macht er da? Bleibt einfach stehen. Ich soll euch noch runterschmeißen. Ich glaube, ich lag da nicht falsch. Abfall, Junge, das macht ihr sehr gut. Du wolltest es weg so. Mach mich stolz. Alle Mann zurück! Immer noch am Leben. Krasser Scheiß. Nah bei mir. Ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mit der Verteidigung anschließen. Ich hoffe weiter vor euch mit diesem Missgeburt. Chill. Oh! Krasser Schatz. Fuck du eher mir, Mann. Was bei den Achtgöttern ist das? Wir ziehen uns zurück! Jetzt sind es nur noch wir beide gefangen. Oh nein. Nutz alles, was wir haben. Niemand hilft dir. Auf dem Weg! Wir fliehen, Hagmar! Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Dieses Monster. Ich hoffe, der Herr wird euch alle nach so viel Jahre. Haltet es im Auge. Ihr da! Los in die Festung! Let's go! Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Krass. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Das wäre nett. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Dann werde ich mal die Sachen stibitzen. Danke. Na schön. Objekte, Waffen, Ehrenschein. Und legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Na. Die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Verdammt! Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Da kommt jemand. Kommt schon, Soldat! Die Kaiserlichen! Geht weiter! Entdeckung! Öffnet dieses Tor. Sieht mich nicht, oder was? Leben siegt ihr uns nicht. Nein, warum auf mich? Verdammt! Du ein Bastard. Kein Problem, Alter. Vielleicht hatte ja einer von den Kaiserlichen. Den Schlüssel. Oh. Sperrt die Tür auf und dann nichts wie raus. Ja, lass mich doch erstmal umziehen, bitte. Mal gucken, ob ich bessere Waffen habe. Mag ich mehr. Aha. Kaiserliche Armschi, kaiserliche Rüstung, kaiserliche Stiefel, kaiserliche Offiziershelm. Noch irgendwas? Nee, das war's. Das wär's. Verschwinden wir von hier. Jo. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Ich mag das Schwert. Das ist ja sweet. Vorsicht! Wow.
Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Schnappt euch alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Ich muss nur noch ein paar trinken. Kaiserliche Hunde! Holt sie euch! Ist er schon tot? Alles mitnehmen, was man kann. Ankerraum. Geht gut, Gold wahrscheinlich oder sowas. Zaubertränke finden könnt. Wir werden sie brauchen. Zaubertrank. Wein. Zeller. Ist noch hier irgendwas? Ein Horn, Kerze oder sowas. Was ist das? Oh hier, Zaubertrank. Zaubertränke, nice. Nice, 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 nice. Cool, bin ich jetzt nicht der Fan von so. Komm. Großer Sack. Nur Kohl. Das war's anscheinend. Fertig? Jo. Dann gehen wir weiter. Ja. Öffne. Freiheit oder so? Ein Blut eines Trolls. Es ist eine Folterkammer. Oh mein Gott. Komm schon. Habt ihr Licht drauf? Folterkammer. Bei euch? Nein, ich habe ihn nicht. Warte mal gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Hat der voll eine auseinandergenommen. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Objekte? Waffen? Nein. Wo kann ich denn das Schild ausrüsten? Hier. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Schnapp! Euch etwas Nützliches und dann los. Benutze die Maus, um Dietrich zu drehen. W, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Position findet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und lässt sich öffnen. Verstehe. Hey, ich hab's verstanden. Nice, das ist ein schönes. Alles her damit. Da ist eine Knochen, da kann ich nichts rausholen. Was hier? Auch nichts. Let's go. Kaiserliche Hunde. Die sind sich für nichts zu schade. Alter. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Ich werde sicher nicht abwarten, bis dieser Drache mich erledigt. Wir müssen uns zurückziehen. Gib dem General doch ein wenig Zeit. Ich will das hier schnell beenden. Keine Gnade. Ich trage zu viel. Upsala, ich wusste ich nicht.
no, ich wollte es noch anziehen. Was ist denn jetzt los? Ah, wie viele? Alle. What the fuck? Was ist denn das gerade? Puh. Kleidung, Eisenschild. Danke. Ich komm dir helfen, warte. Nein, nicht so. Doch so. Wir gehen voraus. Seht nach. Cool, jetzt soll ich noch einen Bogen. Kann ich auch den Bogen auch noch ausrüsten, oder? Anscheinend nicht. Schade, haben wir gerade. Ich muss jetzt das sehen, wo das hier hinführt. Zwei Schatten haben kann, aber das bringt mir gar nichts. Ebel. Wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Schade. Die armen Mitmenschen. Ich glaube nicht, dass dieser Tag jemals enden wird. Natürlich. Ja, das ist positiv, Mann. Dieser kommst? Weg führt nirgendwo hin. Kommst du? Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Hast du ja auch jetzt erst gemerkt, ne? Was dauert denn da? Eine Spinne. 4 Spinnen, 5 Spinnen. Warte mal, ich mache ja auch so auf Legolas. Diese verdammten Biester. Die haben viel. Zu viele Augen. Wer? Richtig widerlich. Let's go. Vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit Natürlich. Der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Wieso nicht? Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht raus. Kein Problem für mich. Ich folge und gebe euch Deckung. Schleichen ist überbewertet, wie... Brauch ich auch nicht. Ist ja überschnell tot.
brauchen wir heutzutage alles nicht, weißt? Muss ich mal die Wand hier stellen. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Skyrim. Ich bedanke mich, dass ihr mir eingeschaltet habt und wir sehen uns nächstes Mal. Also, haut rein!